Die Mannschaft, die hat alles gegeben. Die hat super erste Halbzeit hingelegt und mit ein bisschen mehr Zielstrebigkeit hätten wir dort kurz vor der Halbzeit auch die Führung machen können und hätten den Gegner noch ein bisschen mehr geärgert und locken können. Aber das ist leider nicht gelungen und in der zweiten Halbzeit konnten wir das nicht ganz halten, haben es aber nie aufgegeben und haben, denke ich, am Ende können wir rausgehen mit viel Stolz und auch Zufriedenheit, weil am Endeffekt ist ja der Weg entscheidend, den wir gehen und der ist ja nicht heute beendet, den werden wir ja weiter fortführen. Ja, ich denke, war es erwartet, schweres Spiel. Erste Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwer getan, haben zu wenig überlagert, zu wenig Bälle in die Tiefe und einfach zu wenig Geschwindigkeit, also sowohl in den Läufen als auch im Passspiel. Und dadurch ja, hat es der Gegner relativ einfach zu stehen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht, waren dort griffiger, waren dort einfach spritziger, auch in den Läufen, in den Räumen und haben dadurch, denke ich, verdient gewonnen. Und ja, ich sage, Pokal ist das Wichtigste, dass wir weiterkommen. Klar, sehe ich gerne, wenn wir zwei Halbzeiten gut spielen, aber für die Bedingungen war es, denke ich, okay. Also ich denke, Bautzen sieht man, dass sie mit den ganzen Umschaltsituationen effektiver sind, schneller sind, die gesamte Mannschaft auch auf engen Räumen sich rauszuspielen. Das ist einfach noch eine Klasse besser, als wir das über die Gesamtheit des Spiels vielleicht hinbekommen können. Das war auch schwierige Spiele gegen ja, schwierige, eklige Gegner mit viel Zweikampfhärte und dass wir die schlagen können, ja, dass wir die auch bespielen können, müssen natürlich noch ruhiger am Ball werden und noch mehr Ballbesitzpassagen reinkriegen, aber das nehmen wir auf alle Fälle mit, vor allem wenn wir auch mal Gegner haben, die ein bisschen tiefer stehen, das war heute auch der Fall, und dann müssen wir natürlich Lösungen finden und dafür ist das immer ein wichtiger Bestandteil, wichtiger Entwicklungsschritt, den die Jungs machen und ich denke, das war okay. Ich denke, dass es schwierig wird, den kompletten Spielplan durchzubringen. Wir werden sicherlich eine Pause erleben und dann hoffe ich, dass wir wenigstens die Hinrunde spielen können, dass wir dann am Ende diese 19 Spieltage haben und das ist eine außerkräftige Tabelle über den Leistungsstand aller Mannschaften. Klar ist das immer wichtig, wenn man sich dann hinten raus belohnen kann, aber es sind noch drei Spiele, sagen wir so. Und ich denke schon, dass es Corona-Zeit geben wird, wo es schwierig wird. Deshalb waren wir auch froh, dass wir heute noch spielen können. Danke auf alle Fälle an Makranstedt, die haben auch alles möglich gemacht. Haben viel telefoniert die Woche, dass wir das spielen können. Und ja, ich glaube schon, dass wir einen Pokal auf alle Fälle beenden können. Letzten Endes sind es da noch drei Spiele, die wir sicherlich in dem Terminkalender unterbringen kann. Und ja, wir werden sehen, was jetzt die Corona-Zeit bringt. Ich hoffe, dass in der nächsten Verordnung ein bisschen mehr für den Sport vielleicht steht. Da hoffen wir sicherlich alle, dass es im Freien weitergeht. Und ja, schauen wir mal. Ich bin da positiv.